Stylistin Janina Küpper lässt sich vom eiskalten Wetter die Laune nicht verderben. Denn sie ist bestens vorbereitet. Und getreu Muttis Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, hat sie heute echte Highlights dabei. So, meine Lieben, am besten ihr holt euch jetzt sofort einen Zettel und einen Stift und notiert fleißig mit, weil ich habe jede Menge tolle Tipps für euch. Hier kommt mein persönliches Top 8 Ranking der praktischsten und modischsten Teile für diese Jahreszeit. Hier, das ist Jan. Du wohnst hier, stimmt's? Korrekt. Okay, wenn ich mir da so deine Füße angucke, dann hast du da aber besonders hübsche Socken heute an. Ich glaube, die sind gemütlich? Die sind ein bisschen warm für die Wohnung, aber absolut gemütlich, top. Okay, diese Socken, die haben nämlich ein Geheimnis. Das werde ich jetzt mal preisgeben. Sie sind nämlich wasserdicht. Deswegen habe ich hier mal Wasser mitgebracht und ich würde sagen, einmal reinsteigen. Dann versuchen wir das. Platz 8 sind diese Wundersocken. Es gibt sie online und bei Händlern von Outdoor-Mode. Sie kosten 30 Euro. Und wie fühlt sich das jetzt an? Es ist ein komisches Gefühl, mit nassen Socken hier drin zu stehen, aber ich glaube, meine Füße bleiben trocken. Ist das trocken? Absolut trocken, komplett. Da ergeben sich ja dann auch modisch komplett neue Möglichkeiten. Du kannst ja diese Socken anziehen und dann nicht wasserdichte Schuhe wie Turnschuhe anziehen und hast dann trotzdem trockene Füße. Das finde ich schon ganz schön praktisch. Wo wir gerade bei warm und wasserdicht sind, wo ist eigentlich meine Freundin Maike? Maike, wo bist du? Da bist du ja, ich habe sie gefunden. So, also das sind nicht ganz normale Leggings. Nein, 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 das ist schon mein Platz 7. Die Leggings sind von innen gefüttert und halten so kuschelig warm. Außerdem sind sie komplett wasserdicht und damit schmuddelwetterfest. Der Preis um die 30 Euro. Noch wärmer wird dieses Outfit mit meinem Platz Nummer 6. Nein, nicht dieser Teddy hier. Und zwar Teddy-Mäntel sind jetzt richtig angesagt. Man sieht sie überall in Läden hängen. Es gibt sie in sämtlichen Farben und diesen hier gibt es zum Beispiel schon ab 100 Euro. Und wie gefällt es dir denn, Maike? Richtig gut. Ich finde es super kuschelig und weich und fühle mich mega wohl. Also es ist richtig warm, die Leggings auch. Die hält echt gut warm und der Teddy-Mantel sowieso. Weiter geht's mit super praktischen Accessoires. Womit wir bei Platz Nummer 5 wären, Hip-Bags sind nichts Neues, sagt ihr. Na, dann wartet mal ab. So. Licht aus, bitte. Die Hip-Bag reflektiert Licht besonders stark. Sie kostet 15 Euro, perfekt für die dunkle Jahreszeit. Reflektierende Handschuhe gibt es ebenfalls, die kosten 26 Euro. Licht an und ab nach draußen. Denn jetzt kommt was für die Frostbeulen unter uns, so wie ich. Ursprünglich kennt man es nur so von der Skipiste, aber das hat jetzt tatsächlich auch Einzug in unsere Alltagsmode gefunden. Es geht nämlich um die Daunenhose. Hält warm und ist super stylisch. Also ich finde es ziemlich cool. Diese Hose ist winterweisend und wärmeisolierend. Sie kostet 99 Euro und sitzt locker und bequem. Was meinst du denn, Maike? Ich finde es auch mit den Schuhen richtig cool, mit den Stiefeln, wenn man die so ein bisschen reinsteckt. Ja. Und ja, ich weiß halt nicht, ob es was für drinnen wäre, aber für draußen, für den Winter ist die super. Jetzt sind wir bei Platz 3 unseres Rankings angekommen und ich trage es hier unten an meinen Füßen nämlich. Das sind Gummistiefel, die gar nicht aussehen wie Gummistiefel. Also Boots, die insgeheim Gummistiefel sind. Das ist ganz schön clever, oder? Ein Innenfutter gibt es leider nicht. Man sollte also dicke Socken tragen. Und wem die hier noch nicht warm genug sind, für die habe ich noch das hier. Das sind nämlich, die sehen aus wie Chunky Boots, aber es sind auch insgeheim Gummistiefel und sind warm und flauschig gefüttert. Richtig schön warm und rosa. Janinas Chelsea Boot Modell kostet 59 Euro, die rosa Stiefel 57 Euro. Platz Nummer 2 ist auch wieder was für Männer und zwar dieser kuschelige Daunenschal. Also der ist extra flauschig, der sieht ja schon aus wie Bettzeug, also er ist wirklich warm und ist wasserabweisend. Das heißt, der Hals, der bleibt warm und trocken. Der Kunstdaunenschal ist für Männer und Frauen tragbar und kostet 18 Euro. Und du kommst jetzt mal mit. Hier kommt jetzt meine persönliche Nummer 1. Trommelwirbel bitte. Das ist eine warme, wasserfeste Kapuze, die man einfach unter jede Jacke kombinieren kann. Das heißt, wenn sie vorher keine Kapuze hatte, dann zieht ihr es einfach drunter und dann hat sie schon eine Kapuze. Und sie ist extra flauschig und dadurch auch so kompakt. Man kann sie ganz klein zusammenfalten, in die Tasche packen und dann spontan, wenn das Wetter einen überrascht, dann kann man einfach die Mütze auspacken und unter die Jacke stylen. Also ich finde es ultra praktisch. Kann man noch was aus der Garderobe rausholen, die schon zu Hause hängt, ne? Die mobile Kapuze kostet 20 Euro und es gibt sie in verschiedensten Farben. Bis dahin, tschüss!